Ansonsten freuen wir uns, dass wir hier die linksextreme Jugend haben, die Transatlantifa, die uns zuhört und mit uns in den Dialog treten will. Ich lade euch. Die Transatlantifa sind dabei große Freunde von mir. Ich habe auch ihre letzte Versammlung in Heidelberg beworben am letzten Wochenende. Sie haben sich super darüber gefreut, dass wir da mittlerweile doch kooperieren können. Das finde ich ganz toll, dass Sie jetzt auch hier kommen, uns zu unterstützen. Sehr schön. Vielen Dank. Ansonsten gilt natürlich, wenn die Transatlantifa etwas anderes kann als Hass und Hetze und Menschen ausgrenzen und dabei genau eben faschistisch zu sein, dann ist sie herzlich eingeladen, hier am Mikrofon auch das Mikrofon zu ergreifen und eine Gegenrede zu halten. Dann darf ich jetzt den nächsten Redner ankündigen, Finanzberater Willi Funk. Hallo, ich grüße euch herzlich. Also, ich soll euch Grüße sagen von verschiedenen Pharmafirmen. Die Omikron-Variante ist total gefährlich. Dann nur, dass ihr es wisst. Ne? Pass auf, pass auf. Ich muss auch. Achim, komm nochmal. Ich möchte darauf hinweisen, dass Rauchen und Trinken auf der Versammlungsfläche verboten ist, denn dabei kann man keine Maske tragen. Und ihr wisst ja, die Maske ist für eure Sicherheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier nicht um einen faschistischen Kult, es geht um die Sicherheit. Dementsprechend bitte nicht rauchen, nicht trinken auf der Versammlungsfläche. Außerhalb der Versammlungsfläche, außerhalb der Bäume, hinter dem Gebäude dort, dürft ihr rauchen und trinken. Ich habe auch gemerkt, das Mikro, da ist glaube ich noch ein Virus drauf. Vielleicht muss man nochmal nachbessern dann. Also passt auf jedenfalls, die Warnung ist ausgesprochen. Also mein Name ist Willi Funk, ich bin aus Bruchsal. Ich komme als Christ hierher und ich bin jetzt so für dieses Weihnachten zuständig, dass das Weihnachtsgeschehen auch mal hineinkommt in dieses politische Geschehen. Die Kirchen kriegen das ja nicht hin. Die Kirchen schweigen. Es ist kein Aufschrei. Es ist vorauseilender Gehorsam, aber sonst nichts anderes. Und es gibt auch eine andere Sicht der Dinge. Ich bin bekennender Christ. Ich war eine Zeit lang in der CDU, aber vor vier Jahren habe ich das nicht mehr ausgehalten, bin ausgetreten, weil diese Geschichte fährt an die Wand, inhaltlich einfach desaströs. Ich habe das Vorrecht gehabt, letztes Jahr auf der Demo in Berlin zu sprechen. Es war eine super Zeit. Es waren über 200.000 Leute da. Und ich weiß nicht, mal Hand hoch, wer war von euch da? Am 29.08.2020. Aha, super. War eine geile Zeit, ne? Ich will euch was zusprechen. Kulturen werden vergehen, Sippen werden vergehen, Sprachen, Währungssysteme, Parteien, Nationen, Politiker, Pandemien und Pandemien. Die werden alle vergehen, irgendwo im Kulturkeller eines Theaters der Weltbühne. Aber ihr Menschen, ihr werdet immer sein. Alles wird vergehen, aber jeder Mensch, der hier steht, hat Ewigkeit. Es gibt einen super Satz von C.S. Lewis, der sagt, wenn dir ein Mensch begegnet, begegnet er immer Ewigkeit. Und ich möchte euch begrüßen, ihr seid hier geballte Form von Ewigkeit auf dem Platz. Super. Mein Vortrag ist dreigeteilt. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte für euch. Wie gesagt, muss sein. Ich möchte gerne über die Situation, in der wir sind, etwas aussagen, eine Reflexion geben. Und dann möchte ich euch noch ein paar Ratschläge geben. Das darf ich, glaube ich, weil ich glaube, ich noch eine andere Sichtweise habe. Die möchte ich weitergeben. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einer kurzen Darstellung, was eigentlich passiert. Es hat ein Smog sich über den ganzen Erdball gelegt mit dunklem, finsteren Rauch. Wir sind erdrückt von einer Dunkelheit. Findet ihr das auch so? Geht es euch auch so? Ja. Das Zwischenmenschliche wird kalt. Die Bedrohungslage kommt von Alpha bis Delta, von Südafrika bis Großbritannien. Nach Omikron kommt Neo und danach wahrscheinlich Rhododendron oder Plankton, je nachdem, mit Delta und Foxtrot und allen möglichen Dingen. Ja? Das Virus breitet sich hauptsächlich aus durch infektiöse Informationen, habe ich den Eindruck. Und
nicht irgendwie durch den Körper, aber okay. Okay. Imagination ist alles, was die mediale Welt braucht. Angst machen ist alles, was sie braucht. Denn Angst ist etwas, was auf den Menschen wirkt. Und zwar hemmend. Ja, hemmend im Denken, hemmend in der Sensibilität, hemmend im sozialen Miteinander. Die Angst ist ein Mechanismus, der wirksam bedient wird. Früher hat eine Nation noch die andere angegriffen. Man wusste genau, daher kommt der Krieg, da kommt der Angriff. Heute wird jeder Mensch zum Feind seines Nächsten gemacht. Ein riesen strategischer Unterschied. Und das ist die Krux an dem ganzen Ding. Sie reden von einer neuen Weltordnung. Eine neue Welt, in der man isoliert lebt, ist keine Welt. Sie reden von Transhumanismus. Der Humanismus ist aber weg. Es gibt keinen Humanismus in dieser neuen Welt. Sie reden von einem Great Reset. Ja, wohin wird resettet eigentlich? Wohin? In diese düstere Zukunft, in diesen Smog. Da kommt der Gedanke des Kindes in der Krippe. Das Kind in der Krippe. Um ihn herum, römische Diktatur. Schon in der Antike war der Gedanke, eine neue Weltordnung zu schaffen, da. Von Rom ging das aus. Und Rom herrschte über die Commonwealth in der Zeit, also Mittelmeerregion. Und ungefähr 117 nach Christus hat sich dieses römische Reich, dieses Imperium auf 5 Millionen Quadratkilometer ausgedehnt. Auch Israel war in römischer Hoheit. Ein Besatzungskönig hatte die neue römische Weltordnung zu schützen. Die Israeliten kannten die Voraussagen auf einen neuen König aus ihren Reihen, nämlich eben dieser Jesus. Und nicht nur der jüdisch unterrichtete Herodes wusste davon, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus waren sie schon Jahrhunderte alten detaillierten Ankündigungen bekannt. Sogenannte Prophetie. Auch in der Stadt Ekbatana, heute Hamedan, im Nordwesten des Irans, gab es Dokumente. Dort beschäftigten sich nämlich Priester, Mediziner, Philosophen im Dienst des Volkes mit den Hinweisen. Auf dem Unigelände dort war auch ein Festungsturm. Diese Turmanlage diente als Mausoleum der Herrscher, als archivarische Bibliothek, auch mit biblisch-alttestamentlichen Voraussagen auf den Erlöser und als Standpunkt für astronomische Beobachtungen. Die Professoren erkannten aus den Formationen der Gestirne, dass sich die Geschichte der Geburt von Jesus erfüllt und machten sich mit innerer Sicherheit auf den 1600 Kilometer langen Weg. Müssen Sie sich mal vorstellen. Das war Nordwest-Iran, Hamedan, können Sie gerne googeln, bis nach Jerusalem mit Karawane. An den Gestirnen gesehen, diese Prophetie Jahrhunderte Jahre lang vorher wird sich jetzt erfüllen. Jetzt gibt es die Geburt, auf den viele gewartet haben. Die Erwartung war, die Menschheit braucht eine Befreiung. Ist das nicht heute auch so? Wir brauchen Befreiung. Wir denken, wir brauchen Befreiung. Wir sind gebunden. Wir sind nicht nur gebunden seit Corona, aber seit Corona noch umso mehr. Aber was wir brauchen, ist ein Zugang zueinander. Wir brauchen jemanden, der uns freisetzt und neu diesen Zugang möglich macht. So gingen die Professoren dann fälschlicherweise als heilige drei Könige hier in den Kirchen propagiert, waren aber von dreien ist nicht die Rede, aber es waren Gelehrte. Sie machten sich auf den Weg und trafen dann Herodes, den König, der eben das Römische Reich zu schützen hatte. Und der wollte natürlich sofort den möglichen Konkurrenten außer Kraft setzen, ja, und hat ganz linkisch gefragt, ja, wenn ihr den findet und so, ne, dann sagt mir es, ich will dem dann auch dann seine Ehre geben. Nein, das war Konkurrenz zu ihm. Von Anfang an war dieses neugeborene Ziel einer damals faschistischen Machthabe eines römischen Reiches. Er wollte dieses kleine Baby töten und hat später ja auch die ganzen männlichen Geburten dann töten lassen, aber er hat Jesus eben nicht gefunden. Aber diese Gelehrten haben ihn gefunden. Sie sind geleitet worden durch Gestirne und Licht. Und ich will das mal zusagen euch, Licht ist ein unfassbares Ding. Ihr könnt einen riesen Raum haben, wenn du eine Taschenlampe anmachst, dann wirst du das Licht sehen. Licht ist etwas, was Gott schenkt. Und wenn Gott Licht schenkt über dem, den er erwählt hat, nämlich dieser Jesus, dieses kleine Baby, da blieb das Licht stehen. Und so wussten die in einem kleinen Dorf,
in Bethlehem. Ja? Das ist etwa 50 Kilometer südlich von Jerusalem. Da war dieser Kleine versteckt in Windeln. Ich sage das gern so, dieses Baby war die Macht in Windeln. Ja? Die Zartheit Gottes wurde deutlich, er besucht uns diese Welt nicht mit einem riesen Ansturm, nicht mit riesen Streitwagen, was damals üblich war, sondern als Baby. Hast du das mal dir auf der Zunge zergehen lassen, dass Gott so nahe kommen will und sich verletzlich macht und angreifbar macht? Aber Herodes hat das nicht, geschafft. Jesus wurde Kind, er wurde groß, er wurde ein Mann und er war ein Lehrer und ist gestorben für unsere Verfehlungen. Gott ist gut, sage ich euch. Gott ist 2G, nämlich gut und gerecht. Er ist gut deshalb, weil er keine bösen Gedanken über dich hat. Gott ist innen wie außen echt und er findet dich liebenswert, wertvoll. Er lügt nicht, er macht dir nichts Falsches vor, er liebt in aller Konsequenz und er ist gerecht. Was brauchen wir nichts anderes momentan noch mehr als genau diese Kombination? Gerechtigkeit. Das Böse muss offenbar werden, in der Maske des Guten daherkommen. Die Lügen müssen entlarvt werden, die Fehlaussagen, die tendenziöse Information muss entlarvt werden. Gerechtigkeit im Verwaltungsgericht für diese Versammlung, das brauchen wir umso mehr. Gott ist gerecht und deshalb ist Gott 2G, aber das echte 2G. Und spätestens dann, wenn es an die Kinder geht, wird Jesus ziemlich ungemütlich, weil die absolut schärfste Warnung ist gegen Eltern oder gegen Erwachsene, die Kinder angehen. Und das bitte nehmt das mal einfach so an. Achim, wolltest du was? Okay. Ich denke, wir brauchen in dieser Situation keinen Impfzwang. Wir brauchen keinen Impfzwang. Es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt und es werden noch andere Redner darauf eingehen. Aber es gibt keine Evidenz, es gibt zu erwartende Schäden. Es ist eine Demokratieschädigung und es ist eine Spaltung im Land. Und ein Christ kann nur dagegen sein. Geht nicht anders. Es tut mir leid. Die Situation ist so, die Grundrechte sind immer noch ausgehebelt, ein Unzustand. Die neue Regierung droht mit Impfzwang. Die Kinder werden immer stärker in den Fokus genommen. Und der neue Kanzler, der will die rote Linie überschreiten. Dem sage ich nur nach Berlin. Ich weiß nicht, Berlin, muss man mich ausrichten nach Berlin. Ich gehe mal mit dem schlauen Spruch vor. Die rote Linie ist der Aufkleber an der Abrisskante. Gestern standen wir noch vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Genauso wird es nämlich. Ja? Heute geht's über die rote Linie und es wird in den Abgrund gehen. Diese Politik wird nicht überleben, diese Politik ist zum Scheitern verurteilt und mit Recht. Und einer der Megahammer politisch ist ja das Ursula von der Leyen, Versprecher, an dem Nürnberger Kodex rumschraubt. Ein heiliger Kodex als Resultat einer faschistischen Zeit, an dem schraubt sie rum. Das ist neuer Faschismus und nichts anderes. Nichts anderes. Und sechster Punkt meiner Situationsanalyse ist: Wir werden medial belogen, und zwar ständig belogen. Und ich möchte gern, dass ihr sagt, ich ändere mein mediales Verhalten, schwenkt um auf die alternativen Medien, geht einfach her und sagt, gut, das, was bisher war, ich ändere das. Ich würde noch einen Schlusssatz sagen, wenn ihr was Gutes tun wollt, sorgt dafür, dass ihr um euch herum eine Gruppe habt, mit der ihr euch real präsent treffen könnt. Betet, teilt das, was euch plant, teilt die Freuden, habt eine gute Zeit, genießt das Licht und die Luft. Vielen Dank, Achim, für die Redezeit.
Das war Willi Funk auf der Demo der offenen Gesellschaft Kurpfalz. Jetzt kommt ein Musikbeitrag von unserem Bundeswieler, unserer Tierärztin Johanna und ihrem Mann Andreas. Großen Applaus! Freiheit, Freiheit sein.